Willkommen aus dem verregneten Singapur zu unserer F124 Audi-Karriere. Ich freue mich, denn Regen bedeutet natürlich immer, dass es einen Spannungsfaktor gibt, aber vor allem auch, dass wir im grottigsten Auto des gesamten Grids vielleicht das ein oder andere Wow, ja, Überholmanöver oder auch die ein oder andere Wow-Strategie hinlegen können. Hier aber mal die Strecke: 4,9 Kilometer, 19 Kurven, 3 DRS-Zonen. Das ist der, das ist Mariano Bay. Ich freue mich immer wieder. Die Strecke ist tatsächlich zu vergleichen mit einer Mischung aus Monte Carlo und Monza, ähnlich wäre also, weil Charles beginnt auch hier jetzt schon im Qualifying zu tröpfeln. Das ist bei der Women erster Versuch, also es wird auch keinen besseren mehr geben, denn der Regen wird immer schlimmer. Hier geht es hier Richtung Turn 1. Ich hoffe, George Russell wird uns nicht blockieren, aber der Körper war nicht so toll. Der Exit hier ein bisschen rutschig, ja, der Regen wird immer mehr, aber es stehen auch noch einige hochkarätige Piloten an der Box, was bedeutet natürlich, dass wir hier heute eine sensationelle Position rausholen können. Es geht hier runter, die erste DRS-Zone, und wir bekommen auch leichten Tow von George Russell. Hier nicht zu spät einlenken, da geht es fett über den Körper drüber, aber auch keine Track-Limits dann hier rechts. Sich ganz links anordnen und rechts über den Körper rattern. Jetzt geht es hier innen leicht über den Körper drüber. Beim Rausbeschleunigen ditschen wir leicht an die Mauer ran. Glücklicherweise kein Flügelschaden, kostet aber natürlich ein bisschen Zeit und Schwung. Charlie Clement mit 1,29,3. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass wir das besser können. Jetzt geht es hier über die Doppelbrücke drüber und in die Haarnadelkurve rein. Hier auch ein toller Exit, verdammt gut rausgekommen rechts. Nicht zu nah an die Mauer treiben lassen. Hier hilft der Ton natürlich noch ein bisschen von George Russell, auch wenn er natürlich, ja, sichtbar schon uns abgehängt hat. Aus der Kurve raus geht es hier tatsächlich auch sensationell. Jetzt das restliche ERS verbrennen, immer wieder den Ton ein bisschen zu George Russell suchen und auch nicht den Anker zu spät werfen. Zack, hier leicht zu spät eingelenkt. Und es geht in die letzte Kurve rein. Nicht Fullspeed, aber einmal Loop von Lando Norris mit 1,29,0. Und wir haben eine 30,6, sprich also 2 Zehntel langsamer als Valtteri Bottas. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Magnussen, Russell, Joe, der Professor, Albon, Sainz, Sargent, Tsunoda, ein Wagen des neuen Teams, Ricardo, Bottas, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hülkenberg, Stroll, Perez, Hamilton, Gasly und Esteban Ocon steht ganz hinten. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Es ist dann tatsächlich P7 geworden, weil der Regen dann immer mehr zugenommen hat und wir tatsächlich, ja, die Glücklichen waren, die hier zu Beginn rausgefahren sind. Jetzt ist noch einmal hier das Level des Regens deutlich nach oben gestuft worden. Wir haben hier Starkregen und das ist tatsächlich auch, ja, für Singapur würde ich fast sagen, Normalzustand. Also full wet, der blaue Reifen ist hier angesagt. Ich weiß nicht genau, ob ich im Use bin oder ob ich eher scared bin, aber ich muss natürlich trotzdem das Rennen reingehen. Ich bin gespannt, aufgeregt und vor allem auch voller Hoffnung. Am Ende wird es auch trocken werden, sprich es werden Mischverhältnisse. Das könnte natürlich dann interessant werden, wenn man eine Runde früher oder später reinkommt. Da wird sich vieles ändern. Abonniert gern kostenlos den Channel, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei und natürlich auch vieles rund um die Formel 1. Lights out und let's go hier in unser Singapur-Abenteuer. Das ist tatsächlich ein wahres Abenteuer. Guan Yu Zhou, der ist uns sehr bekannt. Hier müssen wir ausweichen und ich rutsche herum. Das ist echt ekelhaft zu sehen. Da gibt es eine leichte Berührung mit Kevin Magnussen. Ich probiere an der Außenseite, aber es ist absolut low grip tatsächlich. Jetzt rutscht aber auch er. Wir gehen hier an die Außenseite, weil er einfach innen abdeckt. Bleiben hier neben der Strecke so ein bisschen und setzen uns jetzt hier neben den denen. Aber eins ist auf jeden Fall zu sehen, Max Verstappen da vorne ist schon vorbei oder weggerusht mit den anderen Top 4 Teams. Wir setzen uns daneben und Magnussen zieht. Habt ihr das gesehen? Also ich war hier safe schon mit der Nase drinnen und der hält dann hier einfach rein. Wir müssen uns das hier noch einmal in der Replay angucken. Jetzt aber mal der Start. Und das erinnert mich wirklich so hardcore an dieses Max Verstappen. Sandwich mit beiden Ferraris, wo ja Kimi Räikkönen, Sepp und auch Verstappen damals ausgeschieden sind. Das wirklich ein legendäres Rennen war, 2017. Ja, wir rutschen hier weit in die Strecke.
War natürlich auch dem geschuldet, dass ich zu spät auf der Bremse war und irgendwie auch noch Kevin Magnussen hier irgendwie attackieren wollte. Also generell die erste Kurve durch das neben die Strecke rutschen, da wollte ich in der zweiten Kurve, das wollte ich besser machen, bin dann außen dran geblieben und hier rutscht dann Magnussen herum. Aber es ist größtenteils wirklich unfahrbar. Glücklicherweise kein Flügelschaden. Wir setzen uns ja außen an Magnussen dran, aber das hat nicht ganz funktioniert. Hier sehen wir das Ganze dann in die Kurve rein. Und ja, wir sind zwar nah dran, aber ja, es ist eine Rutschpartie durch und durch. Und da heißt es natürlich jetzt mal dran arbeiten. Zweite Runde, ja, es hat sich ordentlich was getan. Ich bin 1,8 Sekunden von Magnussen weg, aber auch über eine Sekunde von Sargent auf dem 8. Platz. Und vor uns ist natürlich eine Riesenlücke, weil die Top 3 Fahrer oder Top 4 sogar in dem Fall über 4 Sekunden weg sind. Ich probiere so ein bisschen Magnussen zu folgen, aber unter diesen Bedingungen macht das sowieso wenig Sinn, jetzt da die ganze Zeit Druck aufzubauen. Jetzt heißt natürlich mal so ein bisschen, ja, sich reingrooven, so ein bisschen die Bedingungen kennenlernen und natürlich jetzt nicht übertrieben stark ans Limit oder übers Limit hinauszugehen. Vierte Runde, eins ist auf jeden Fall zu sehen, Magnussen konnte sich ein bisschen mehr absetzen, aber auch Guan Yu Zhou und ich haben uns da ein bisschen abgesetzt und vor allem das viel Wichtigere, der Regen hat nachgelassen. Wir haben hier tatsächlich nur noch ja, so leichten Regen, es wird auch bald der Turnaround kommen auf die Inters, Lando Norris mit der schnellsten Rennrunde und jetzt sogar noch Charles Leclerc mit 45,0. Wir rattern über den letzten Curve drüber und wir sind bei einer 46,8. 1,8 Sekunden langsamer und wir sind trotzdem hier noch auf einem guten Platz, würde ich fast sagen, weil dahinter ist ja nochmal viel mehr Lücke und wir haben auch, gut, sehen wir hier links unten, dass auch mein Teamkollege einen kleinen, aber feinen Zug hier anführt. Sechste Runde, 1,4 Sekunden, Sargent 8 Zehntel, 9 Zehntel, Guan Yu, aber fast 10 Sekunden ist da der Max Verstappen auf dem vierten Platz weg. Wäre natürlich toll, wenn das Rennen so ausgehen würde, aber es ist noch ein langes, verdammt langes und hartes Rennen. Und es kann vieles passieren und da bin ich mir auch echt sicher, dass unter diesen Bedingungen das nicht so bleiben wird, wie wir jetzt hier sehen auf so Chilly Millie. Wir werden hier tatsächlich noch den ein oder anderen Wow-Moment erleben, das verspreche ich euch. Jetzt schaut es mal hier fade aus. Also Joe kann uns gut folgen, Sargent lässt immer wieder ein bisschen abreißen und Norris fetzt da vorne. Oder generell die Top 3, die fetzen da vorne Zeiten in den Asphalt, die kann ich bei weitem nicht mithalten. Also die sind wirklich crazy, was die da vorne abziehen. Die sind so verdammt schnell. Da ist es wirklich, ich fahre da teilweise über eine Sekunde langsamer pro Runde. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht gerade eine riesen Überraschung, wenn ich mir nehme, welches Auto ich habe und welche die haben. Auch Magnussen ist meiner Meinung nach sehr stark unterwegs. Leider rutsche ich ein bisschen, weil ich den Curb zu stark überfahren habe und wir springen in Runde Nummer 8, Leute. 5,9 Sekunden, also den Abstand kann ich jetzt gut halten. Guan Yu Zhou hat abreißen lassen, was für mich bedeutet, dass einerseits natürlich die Bedingungen nochmal einen Ticken besser geworden sind, aber andererseits natürlich auch bei vielen Piloten der Reifen nachlässt. Also das ist auch ein großes Thema. Auch Max Verstappen, der verliert da teilweise wieder Zeit an mich. Und ich probiere halt hier wirklich alles zu geben. Vielleicht können wir die unter Druck setzen und dann eventuell auf den Intermediate wechseln. Das ist natürlich eine Riesenfrage, ob der Switch hier funktionieren kann. Nur nicht zu früh, nur nicht zu spät. Und ja, das müssen wir jetzt echt mal abwarten, was die Spitze so macht. Wir blicken hier in Runde Nummer 8 und da waren wir weit neben der Strecke. Und das, guck dich das mal an, Alter. Das nenne ich mal knapp. Das nenne ich Scheiß auf Monaco. Das war echt eine enge Nummer. Viel mehr Highlights gab es jetzt nicht. Ich muss hier in diese Ansicht springen. Guckt euch mal an. Ich fahre hier tatsächlich wie so ein Slider durch die letzte Kurve durch. Ratter über den Körper drüber. Aber die Ideallinie ist tatsächlich hier auch sichtlich trockener geworden. Also es ist bei weitem kein Full-Wet-Wetter mehr. Es ist höchstens noch ein Intermediate-Wetter. Aber es tröpfelt halt noch extrem. Das sind halt ja auch hier, sieht man es tatsächlich ganz gut, dass die Bedingungen interessant sind. Auch diese feuchte Strecke mit diesen Kristallen finde ich sehr ekelhaft. Das schaut auch null gut aus. Das ist einfach nur verpackt. Quasi, finde ich dann teilweise. Und da sieht man auch gut diesen 1,89, 2 Sekunden Abstand circa. Ja, guckt euch das mal an, Leute. Wir haben hier eine beinahe trockene Strecke.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob... ja, aber hier regnet es dann wieder. Diese Bedingungen sind halt wirklich ganz, ganz weird. Und der sechste Platz, gucken wir uns mal die Top 10 hier überhaupt an. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, das ist okay. Leclerc, Magnussen auf 5, ich dann auf 6 mit meinem Hassel. Guan Yu Zhou, Albon und Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton ist... wie ist denn der überhaupt? Der ist auf 18. Perez auf 1. Gut, ich meine, der wäre auch mit normalen Bedingungen wahrscheinlich dabei da unten. Aber ja... auch Piastri auf 12, das ist wirklich eine ein riesen Durcheinander durchs Qualifying natürlich. Und jetzt ist halt die Überlegung bei mir, gehen wir an die Box, holen wir uns noch einmal Intermediate. Es ist auch Joe wieder ein bisschen näher an uns dran gekommen, es sind immer noch über eine Sekunde. Aber gehen wir an die Box und nein, ich probiere noch eine Runde auszuhalten. Ich weiß halt auch nicht, ob das eine gute Idee sein wird, könnte. Ich bin mir absolut unsicher und das ist wirklich eine ganz dumme Situation. Jetzt ist halt auch Perez zum Beispiel und auch, ich glaube, Hülkenberg waren schon an der Box, um sich Intermediates zu holen, was halt jetzt interessant wird. Wie schaut es mit den schnellsten Rennrunden aus? Holen die theoretisch da direkt Bestzeiten? Das müssen wir uns jetzt alles mal angucken, mal ein bisschen abwarten, denn so sind halt theoretisch oder so sind halt Regenrennen. Du musst viel abwarten, viel gucken, was die Konkurrenz macht und dann ja quasi nachziehen. Ich kann da jetzt nicht stark, ja, irgendwie, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich kann da jetzt nicht direkt sagen, so, tack, ich gehe jetzt auch rein, weil das würde gar keinen Sinn ergeben. Wir springen jetzt hier in Runde Nummer 13 und wir haben eine gelbe Flagge. Es ist Virtual Safety Car angesagt und ich würde echt sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir müssen an die Box, meine Lieben. Es geht auch rein, ich bin bereit, ich hole mir den Intermediate und ich hoffe natürlich, dass das keine Fehlentscheidung ist. Jetzt werden noch nicht, doch, Guan Yu kommt auch rein. Aber Oscar Piastri fährt weiter. Lewis Hamilton und Perez waren schon an der Box, haben den Inter schon drauf und die werden auch vor mir rauskommen tatsächlich. Gucken wir mal hier rechts, da wird er gleich früher oder später vorbeifahren. Es blinkt noch immer noch gelb, okay, es ist vorerst Ziel, die werden jetzt nicht vorbeischießen. Und da dauert es lange, das dauert lange, Leute. Ich meine, wir haben hier quasi einen Pitstop geschenkt bekommen um die halbe Zeit, aber es ist natürlich trotzdem blöd gelaufen. Es ist Platz 10. Reicht das, um hier vorne zu bleiben? Ja, es reicht tatsächlich, um hier vor Nico Hülkenberg ganz knapp aber doch zu bleiben. Wir sind auf dem Intermediate, ebenso auch Nico, oder? Ja, Nico Hülkenberg auch auf dem Intermediate. Das Problem ist halt jetzt, wir müssen direkt pushen und... Nein, es ist noch immer noch VSC. Es ist blöd, diese Ansicht, aber es tut mir echt leid. Ich habe mir ein neues Ladekabel bestellt, es sollte jetzt wirklich keine Fehler mehr bei der Aufnahme geben. Es tut mir echt leid, deswegen. Und ja, ich möchte auch natürlich an der Qualität hier einiges ändern. Ihr seid es mir schuldig und durch euren echt geilen Support in letzter Zeit macht das halt auch wirklich echt Spaß, wenn du da ja ein paar Likes und natürlich auch ein paar direkt ein paar Follower dazu bekommst. Ich möchte mich echt bedanken bei euch dafür. Und wir springen hier, ja, das war ganz hart hier geschnitten, die Kurve. Die Inters funktionieren nicht so, wie ich mir das Ganze gewünscht hätte. Jetzt hier eng bleiben und der Exit war toll. Wir können zwar Nico Hülkenberg so ein bisschen quasi davonfahren, aber das Ziel ist natürlich, einmal mehr hier wieder in die Top 5 zu kommen. Es war ja auch quasi so ein Ziel, gegen Magnussen vielleicht auch vorzupressern. Aber vielleicht war es auch ein Riesenfehler. Ich bin mir absolut unsicher. Es geht hier mal auf der neu gewonnenen langen Geraden Richtung Logan Sargeant, der ja auch die ganze Zeit hinter uns war, mit ein, zwei Runden dann früher an die Box gekommen ist und dann hatte uns da wieder überholt. Es ist niemand noch reingekommen, doch Oscar Piastri. Der kommt jetzt rein, der riecht auch, dass die Inters besser sind. Doch jetzt guckt euch mal an, das ist das Phänomen von Singapur. Und wer ist denn das bitte? Das ist nicht Kevin Magnussen, oder? Das ist der Magnussen, Leute. Der ist genau vor Logan Sargeant rausgekommen. Also der Inter funktioniert eindeutig. Wir konnten hier über 6 Sekunden auf Kevin Magnussen gut machen. Jetzt heißt halt nur schnell an Logan Sargeant vorbei und vor allem auch gucken, was Lewis Hamilton, was Max Verstappen, aber vor allem auch, was Perez machen wird. Perez war schon drin, Blödsinn. Jetzt gehen wir mal an Logan Sargeant vorbei, das funktioniert mal gut. Und mein Ziel ist auf jeden Fall Kevin Magnussen. Und das war es auch von Beginn an des Rennens. Vielleicht gelingt es uns. Jetzt mit einer, ja, vielleicht
aufgewärmteren Reifen hier nochmal an den dran zu kommen. Wir gehen alles full Risiko. Ich schneide die Curbs hardcore. Gehe hier wirklich ganz, ganz intens in diesen Fight rein. Wir sind mittlerweile auf dem 8. Platz wieder angekommen. Ich meine, sogar das wäre toll, wenn man nimmt, dass noch niemand anderer an der Box war. Ist das DRS ist noch nicht enabled. Und wir saugen uns hier langsam aber sicher dran. Es ist noch über eine Sekunde Rückstand zu Kevin Magnussen. Perez und auch Lewis Hamilton sind jetzt hier. Das wird ein Viererkampf um den 5. Platz. Es wird echt interessant werden, was die Spitze macht. Werden die mit dem Full Wet probieren durchzufahren? Aber das wären noch 7 Runden und der Rest von dieser Runde. Mal schauen. Lewis Hamilton geht an die Box. Der holt sich einen Slickreifen und auch wir gehen an die Box. Ich meine, rückblickend war das tatsächlich eine beschissene Idee, auf mit dem Reifen reinzugehen. Oder halt nur diese 2-3 Runden mit dem Inter zu fahren. Wir hätten einfach draußen bleiben sollen. Aber ich kann da jetzt wirklich nicht viel machen. Wir gehen auf den roten Reifen für die letzten 6 Runden und ich hoffe wirklich, dass das klappen kann. Jetzt geht's rein. Wir müssen minimal kurz stehen bleiben und mal schauen. Vielleicht kommt der Rest der Spitze an die Box und unser Doppelstack funktioniert hier. Mein Ziel ist eindeutig, Lewis Hamilton zu überholen. Aber auch, ja, das ist mir jetzt auch schon alles egal. Ich meine, ich rutsche herum. Hamilton ist auf den gelben Reifen gegangen. Das ist auch eine interessante Strategie. Ich meine, 6 Runden und du gehst auf gelb. Hä? Bin ich der Idiot oder er? Ich weiß nicht genau. Chano und alle anderen Jungs sind noch nicht an der Box gewesen. Nur Lewis Hamilton, Max Verstappen. Nur Lewis Hamilton, ich und Carlos Sainz. Jetzt heißt es einmal alles zusammenknöpfen. Was geht? Drückt mir die Daumen, Leute. Ich will unbedingt diesen fucking 5. Platz. Ich hoffe, dass es tatsächlich dann langt, dass wir hier den ein oder anderen Platz noch gut machen können. Jetzt schaut's gut aus. Wir folgen hier Lewis Hamilton im Windschatten. Der zieht uns hier so ein bisschen mit und das könnte natürlich noch besser werden, denn die müssen jetzt nachziehen. Die sehen halt auch, dass wir Purple-Sektoren fahren. Die werden jetzt nachziehen. Das ist die einzige Chance, hier noch einmal nach vorne zu kommen, Leute. Jetzt saugen wir uns hier mit DRS-Hilfe und auch natürlich ERS an Lewis Hamilton dran. Das ist aber jetzt eher die sekundäre Sache. Ich will hier so weit wie möglich nach vorne. Wir saugen uns hier weiter dran. Er zieht uns hier mit bis zur Ziellinie, während wir hier uns den ein oder anderen, sagen wir mal, Move angucken. Das ist Runde Nummer 9. Und ich weiß, diese Wetterbedingungen sind halt, hier sieht man halt auch schon die Ideallinie, wie sie immer trockener werden. Und ich liebe es halt wirklich, dann zu gamblen, ob du vielleicht schon auf den Slick rausgehen kannst. Und auch unter 13, da hinten kommt dann immer der McLaren näher. Es war dann, oh mein Gott, das war eine ganz enge Nummer. Wir sind jetzt hier also in der 17. Runde und ihr seht, ich habe hier die Aufnahme wieder starten können. Pierre Gasly noch mit dem Intermediate unterwegs und wir hier tatsächlich vor Kevin Magnussen und Sergio Perez. Die eine Runde vorher hat uns hier wirklich viel Boden gebracht. Auch Lando Norris ist an der Box. Der Mercedes fährt weiter und das ist George Russell natürlich. Ist das die Strategie? Einfach ewig draußen bleiben mit einem Satz Reifen? Das ist eine ganz interessante Sache, die man hier bei Mercedes versucht. Man splittet die Strategie sozusagen. Lewis hat jeden Stack so gemacht wie ich. Russell fährt immer noch auf seinem Full-Wet-blauen Reifen. Das wird aber nicht ewig halten. Wir gehen hier durch die letzte Kurve durch. Und es reicht hier mal nicht, um die schnellste Rennrunde zu fahren. Ein paar Tausendstel fehlen, genau 10.000stel fehlen hier, um die schnellste Rennrunde einzufahren. Lewis Hamilton. Der ist hier wirklich on fire und wir sind auf dem 6. Platz wieder zurück, obwohl wir zweimal an der Box waren und Max Verstappen nur einmal und der ist jetzt tatsächlich 9,6 Sekunden dennoch nur vor uns. Das ist eine ganz interessante Sache, aber jetzt gucken wir mal. Nein, George Russell war schon an der Box, Leute. Okay, Russell und Hamilton sind jene Piloten, die beide den Inter nicht genommen haben und ja, Russell führt dadurch meilenweit. Guckt euch mal den Abstand an. Links unten, das sind safe um die 15 bis 20 Sekunden, die der Brite da vor dem McLaren ist. Also das war wirklich eine 1000 IQ-Strategie von Mercedes. Das ist wirklich ganz interessant, wie gut man das hier gelöst hat.
Der rote Reifen ist rückblickend nicht gerade die beste Entscheidung gewesen, denn ich verliere hier jetzt immer mehr an Boden zu Lewis Hamilton, aber vor allem auch, jetzt gucken wir uns ja, der rutscht Logan Sargeant quasi neben die Strecke und wir können ihn hier uns catchen und in der 18. Runde da in der letzten Kurve, ja, da mussten wir hier die zweite Verwarnung einbüßen, weil diese roten Reifen nicht, ich dachte mir so, ja, 6 Runden safe mit Rot, aber das ist dann wirklich schwieriger, als es aussieht und ja, Lewis Hamilton auf den gelben Reifen hier einfach so unnormal schnell, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wir springen hier in die 21. Runde und gehen mittlerweile auch schon in die letzte Schikane hier rein und Max Verstappen mit 15 Sekunden und Lewis jetzt auch schon mit fast 4 Sekunden gehen wir aus der letzten Kurve raus und wir gucken uns, ja, wir sehen uns in die letzte Runde hier rein. Kevin Magnussen probiert sie, aber nein, da schlagen wir die Tür noch zu. Ich muss hier wirklich alles noch einmal geben aus der ersten Schikane hier raus. Und wir haben einen guten Polster von 7 Zehntel. Ich glaube, das könnte reichen. Wir springen hier noch einmal in die... Mein Gott, Magnussen kommt immer näher dran. George Russell ist schon im Ziel mit dieser Genius-Strategie. Ich denke mal auch, dass die von ihm selbst gekommen ist. Jetzt kommt auch der Rest über die Ziellinie. Max Verstappen mittlerweile auch schon im Ziel. Lewis Hamilton gurkt da nur noch ein paar Kurven vor uns herum. Es geht in die letzte Schikane hier rein, bevor wir dann in die letzte Doppellinkskurve gehen. Das war's also, Leute. Ab durch die letzten beiden Kurven und wir beenden den großen Preis von Singapur auf dem 6. Platz und ich bin mehr als zufrieden. Denn diese Strategie, ich glaube, so hätte man das nicht mal schreiben können. Und ich glaube, auch so hätte ich das am Anfang nicht bestätigt. Ich freue mich enorm, dass es der 6. Platz geworden ist. Ich bin wirklich zufrieden. Es ist interessant. Ich hätte vielleicht den 5. gern gehabt, aber ich habe alles geschlagen, was ich wollte. Stellung des Russell Hustle. Das ist der Sieg für George Russell. Heute war Entschlossenheit beim Überholen gefragt. Diese Art von Rennsiegen macht so viel Spaß, weil man nicht einfach so gewinnt. Da war heute harte Arbeit nötig. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ist halt echt auch interessant, wie George Russell das Ganze gelöst hat. Der war hier über 13 Sekunden, fast 14 Sekunden vor den anderen. Max Verstappen ist hier immer noch weit in der WM vorne. Doppelt so viele Punkte als das Alpine-Team. Also mit diesen 8 Punkten heute kann ich wirklich mehr als zufrieden sein. Podiumsplatzierung haben wir beide nicht geschafft, ist auch klar. Und ich glaube mal auch, dass wir das Duell gegen Sergio Perez hier nicht gewinnen können. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gerade wichtig. Mir ist es viel, viel wichtiger, dass ich meine eigenen Ziele hier erreichen kann. Und das war allemal hier mal Kevin Magnussen zu schlagen, weil der ist ein theoretisch echter Rivale. Weil ich meine, jeder weiß, dass ich mit dem schlechtesten Auto jetzt nicht unbedingt konkurrieren kann mit einem Red Bull. Aber das, ja, lassen wir mal beiseite geschoben. Wir gucken uns hier noch einmal an, welchen Sponsor wir uns nehmen können. Besten 10 wäre natürlich ein gutes Ziel, besten 12 werden wir aber nehmen, weil ich weiß ja doch, da kommen viele Rennen, die wir dann nicht unbedingt gewinnen können. 73 Punkte in der WM sind wir auf dem 10. Platz. Ich bin mehr als zufrieden und das für unsere erste Season. Konstrukteurs-WM wäre noch viel wichtiger, wenn wir die da wirklich beenden könnten, wo wir auch sind. Leisten können wir uns eh nichts mehr und ja, guckt euch das mal an. Wir sind hier 60 Punkte hinten, aber ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Follow, über jeden einzelnen Däumchen rum. Vielen Dank für euren Support, der wirklich die letzten Wochen und Monate echt krass geworden ist. Schaut gerne auf TikTok vorbei, falls ihr das nicht habt. Ich werde auch vieles rund um die Formel 1 bringen, Highlights von Qualifying-Rennen, aber vor allem auch viele, viele Games, funny Sachen, Reactions und News. Also bleibt dran am Ball, abonniert gerne kostenlos den Channel und schaut auf Instagram, TikTok vorbei. Danke fürs Zugucken und wieder was viel geschlagen. Kacke. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.